Schönen guten Morgen, Freunde. Es ist Freitag, es ist der Tag, in dem wir ins Siegerland traveln. Und bevor wir allerdings loslegen, muss ich ein paar Brötchen holen. Jeder, der gestern den Vlog gesehen hat, weiß ganz genau, ich habe im Moment immer noch kein Bargeld da. Das Pfand habe ich gestern schon ausgegeben, also geht's für mich jetzt zum Rewe, denn da kann ich die Brötchen schön mit Karte zahlen. Brötchen ist gesorgt, Milch ist da, neue Kohlensäure für den Sodastream ist auch mit an Bord, das heißt, jetzt frühstücken. Vollgas geben. Wir haben nochmal ein paar Bilder bearbeitet, das Buch nochmal nachgefertigt, also nochmal Bilder ausgetauscht, nachdem das Brautpaar die Ansicht gesehen hat. Jetzt aber ruckzuck die Taschen packen, die Koffer packen, schauen, dass alles da ist, denn nochmal zurückfahren ist äußerst doof. Also alles dreimal kontrollieren und dann Sachen ins Auto und auf Richtung Siegerland. Es ist vollbracht. Die Koffer sind gepackt, die Taschen sind zum Teil schon im Auto. Boah. So, ganz so ein abgebrühter Vlogger bin ich dann doch noch nicht. Ich musste mich schon ziemlich konzentrieren, dass ich jetzt nichts vergesse und ansonsten morgen früh nochmal 2 Stunden zurück und 2 Stunden wieder hinfahren kann, weil ich irgendwas vergessen habe. Aber jetzt ist alles im Auto. Wir nehmen jetzt die Sachen. Und dann geht's los! Wenn man mit 2 Mädels fährt, dann macht man nach 50 Kilometern auch schon mal die erste Toilettenpause.
So, angekommen im Hotel oder im Landgasthof. Passende Größe für die Lea. Für mich, Moment. Man sieht's, ist schön schnuckelig klein. Ja, aber wir haben definitiv schon schlechter gewohnt. Ja, ja. Eigentlich ein ganz nettes, kleines, schnuckeliges Zimmer. Es bleibt zumindest mollig. So, angekommen. Jetzt sind wir hier in diesem schönen, schnuckelig kleinen Hotel. Klein. Klein auf jeden Fall. Steffi kocht uns jetzt noch was. Lecker mit einem Wasserkocher. Nicht gesund, aber sättigt, hoffentlich. Und ja. Bin mal gespannt, wie wir heute Nacht hier schlafen. Eigentlich. Das Bett gargst, aber fühlt sich gar nicht so schlecht an. Wir haben ja eh ein Kind dabei, das heißt, ja, wisst schon Bescheid. Und in diesem Sinne, ich schneide jetzt den Vlog und sag gute Nacht.